Hey Leute, was geht ab bei euch? Heute wollte ich euch mal erzählen, wie ihr richtig cool sein könnt. Und dazu müsst ihr euch nur an die folgenden 10 Punkte halten. Einen fahren lassen und jemand anderen dafür beschuldigen. Ihr wollt schließlich nicht, dass jemand denkt, dass ihr stinkt. Hey, das geht ab. Wir feuern die ganzen... Digga, ich schwör das nicht, ey. Ey, das war der, ich schwör. Möglichst viel von eurem Speichel solltet ihr auf die Straße vor und neben euch befördern, denn wie wir wissen, sieht das verdammt cool aus. Digga, hast du schon neue Agro TV gesehen? Ja, die Fresse, ich schwör. Die Fresse. Alter, was willst du? Auf jeden Fall solltet ihr vermeiden, Kaugummi mit geschlossenem Mund zu kauen, denn die richtigen Gangster kauen mit offenem Mund. Alter, ist das krank, so cool zu sein. Alter, wir sind cool, ey. Ich schwör. Wir sind so cool, Alter. Wenn ihr Sex habt, dann solltet ihr auf jeden Fall erzählen, wie oft ihr Sex habt. Und vor allem mit wie vielen verschiedenen Leuten. Denn das beeindruckt die Ladies und auch die Gentlemen. Ich schwör, Digga, kennst du die eine aus der Schule, die Chantal? Ey, Alter, ich hab mir die klar gemacht. Die Schwäger, Digga, Alter. Ich hab die Jacqueline. Oh, du kennst Jacqueline. Ja, Alter, ich kenn Jacqueline. Richtig Jacqueline, Mann. Und Mandy, ne? Mandy auch. Mandy, die muss. Die Mandy. Mandy. Solltet ihr auf eine Sache treffen, die ihr persönlich nicht kennt, zum Beispiel Cosplay-Scheiße oder irgendwie sowas, dann müsst ihr das auf jeden Fall schlecht reden, denn nur das, was ihr macht, ist wirklich cool. Ey, kennst du schon die neue Scheibe von 30 Seconds to Mars? Ey, die ist voll cool. Ey, Digga, was ist das denn? Bist du ein Schwuchtel? Ey, ich Atzen musst du hören. Guck mal deine Klamotten, ey, du siehst aus wie ein Emo. Ey, was ist los mit dir? Solltet ihr noch nicht in die Versuchung des Rauchens gekommen sein, dann wird es spätestens jetzt Zeit, denn Rauchen ist verdammt cool. Rauchen ist so schlecht, dass es in diesem Beitrag nicht gezeigt werden darf. Falls ihr Leute auf der Straße treffen solltet, die nicht eure Homies sind, dann müsst ihr eure besten Beleidigungen raushauen, denn ihr steht über allem. Ey, schau mal, Spasti Baumann, Alter, steht um diesen Behinder. Und boah, dieser Fettsackbusch, Alter. Ich schwöre, der ist so fett wie die Mutter von Genghis Khan, Alter. Guck mal schnell mit, Alter. Siehst du da, den Penner, der hat kein Haus, steht draußen rum und sammelt den Müll von anderen Leuten, ey. Ey, du Behinderter, ey. Ihr solltet niemals vergessen, allen zu erzählen, wie toll und cool ihr seid. Aber ihr dürft auch nicht vergessen, es laut zu tun. Entschuldigung, hört mir mal bitte alle zu. Ich bin der Beste. Ebenfalls solltet ihr niemals vergessen zu erzählen, wie voll ihr wart, wie viel Alkohol ihr gesoffen habt und wie viel ihr abgekostet habt. Hey Dima, was ist los mit dir? Schau, Digga. Wir haben gesoffen die ganze Zeit, Wodka. 40 Euro, egal, Blatt. 40 Euro, Knopf. Und zum Schluss solltet ihr auf jeden Fall immer daran denken, eure Musik extremst laut zu stellen, damit wirklich jeder die neue Single der Atzen hören kann. Ey, das geht immer noch ab. Feiern immer noch. Können Sie bitte die Musik leiser stellen? Ja klar, Digga. Wenn ihr euch an diese Tipps halten solltet, dann kann auf jeden Fall nichts mehr schief gehen und ihr seid die coolste Sau auf dem Planeten. Sollten diese Tipps bei euch nicht funktionieren, dann seid nicht traurig, denn es ist einfach so, dass nicht jeder cool genug dafür sein kann. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal, wenn ihr Bock dazu habt. Und bis dahin, ciao. Jetzt hat er wirklich gerotzt. Ende. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal, wenn ihr Bock dazu habt. Bis. Wir sehen uns auf... Lach nicht, Alter. Wir sehen uns auf jeden Fall... Ja, wir sehen uns mal... Das ist der Rast, den ich am häufigsten gesagt habe. Wieso klappt der nicht?